Nach einem Tag 728 Aufrufe. Digga, was? Vielen, vielen Dank dafür. Ich sag am Ende von diesem Video, dass es nach einer Stunde 100 Aufrufe waren. Da fand ich schon krass, aber das ist, finde ich, richtig geil. Ich habe das Video schon geschnitten, also viel Spaß damit. Es wird, glaube ich, nicht so geil wie das letzte, aber scheiß drauf. Was geht ab, liebe Leute? Wir haben jetzt kurz vor 8. Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden und bin erst um 5:30 ins Bett. Ich glaube, das sieht man auch ein bisschen. Und warum ich ein Hemd anhabe? Ich gehe heute zum Arbeitsamt. Ich gehe heute zur AOK, wenn ich es noch schaffe. Dann will ich meine Arbeitskollegen noch besuchen und ich will nach einer neuen Kamera schauen, weil es fuckt mich mega ab, dass hier, dass ich mich selber nicht sehe und dass ich nicht sehe, wie viel Akku ich habe und so. Deswegen will ich im Mediamarkt nach einer neuen Kamera schauen. Und was mache ich noch? Ach ja, ich habe Carsten gerade eben in der Arbeit gedroppt, deswegen habe ich heute sein Auto. Richtig nice, Dankeschön Carsten. Und ja, das ist mein Tagesplan. Ich hoffe, ich kann das irgendwie spannend gestalten. So, aus dem Arbeitsamt raus und alter Schwede, ich habe fast ein Buch hier bekommen. Ich muss alles per Hand jetzt ausfüllen und ich habe 2 Termine bekommen, am 10.10. und am 20.10. Gar keinen Bock drauf. Egal, jetzt geht's Richtung AOK und dann gehe ich, glaube ich, mal... Ah nee, ich muss noch nach Hause und meine Kündigung holen. Scheiße, weil die muss ich im Geschäft auf jeden Fall mal kopieren. Und dann gehe ich meine Kollegen besuchen. Das mit der AOK ist jetzt auch erledigt. Das ging mega schnell, mega cool. Und die Mitarbeiterin ist mega, mega, mega nett gewesen. Und jetzt muss ich meine scheiß Kündigung suchen. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Und fuck, das wird nervig, das Ding ist zu finden. Und dann fahre ich ins Geschäft, beziehungsweise mein altes Geschäft. Und überrasche mal Leute da. Yay! Also, ja, aber ich glaube, da werde ich nicht filmen. Nee, da werde ich nicht filmen. Also, dann seht ihr das später nicht. Dann sieht man sich später wieder hier. Okay, tschüss. So, ich habe jetzt meine Arbeitskollegen alle getroffen. Das war mega spaßig. Ich war jetzt über 2 Stunden dort. Krasser Scheiß. Also, ich war um 10 bin ich losgefahren. Jetzt haben wir kurz nach 12. Krass. Mega cool, wieder alle zu sehen. Hat echt mega viel Spaß gemacht. Hat sich eigentlich nicht so krass viel verändert. Ein paar neue Leute sind da. Ja, das war's. Und jetzt fahre ich in den Mediamarkt, weil ich ja will ja nach einer neuen Kamera schauen. Und ja, ich glaube, im Mediamarkt werde ich da ein bisschen mehr davon erzählen, weil... Wow. Und da verabschiedet sich die Kamera. Da werde ich ein bisschen mehr davon erzählen, weil vielleicht könnt ihr mir ja Tipps geben, welche Kamera besser ist, weil ich habe mich da jetzt auch schon 1 bis 2 Monate damit beschäftigt, aber ich weiß auch nicht, welche Kamera ich mir holen soll. Es wäre die Canon G7X oder die G5X oder die Sony Alpha 5100. Kostet natürlich auf jeden Fall alles so ungefähr 600 Euro. Wenn ihr wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt, unten erster Link, PayPal, unterstützt mich. Jeder Cent wäre ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, dann sehen wir uns im Mediamarkt. So, ich war jetzt gerade im Mediamarkt, richtig geil. Der Mitarbeiter hat mir angeboten, dass ich beide Kameras, also die Canon G7X und die 5X, ausleihen kann. Ich muss nichts dafür zahlen. Mediamarkt, super, Dankeschön. YouTuber zu sein, hat seine Vorteile. Und also ich kann die kostenlos mitnehmen für 2 Wochen. Darf sie natürlich nicht beschädigen, aber hier Product Placement, Mediamarkt, geil. Und ich kann jetzt die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall aufpassen. Kann in den nächsten 2 Wochen kann ich die Kamera ausprobieren, kann mir dann eine aussuchen, richtig cool. Und dann kommen die nächsten 2, 3 Vlogs danach auf jeden Fall mit einer neuen Kamera. Und sagt mir dann Bescheid, welche besser ist. Dankeschön. Ich Idiot, habe mich gerade verfahren. Ich wollte gerade zu meiner Wohnung fahren, aber da wohne ich ja nicht mehr. Richtig scheiße, jetzt muss ich wieder komplett außen rum fahren. Ja, ich bin noch nicht so ganz hier angekommen, ne? So, back at home. Jetzt wird das letzte Video hochgeladen. Das ist das, wo ich meine Kollegen überrasche. Mir hat das mega viel Spaß gemacht. Ich schaue mir das so gerne an.
Und ich habe mir einen Tee gemacht und später wird noch gepumpt. Danach mache ich noch Papierkram und ich muss mein Zeug endlich mal in den Schrank reinpacken, weil das sieht immer noch kacke aus. Ich fühle mich immer noch wie ein Backpacker, weil ich alles auf dem Boden hier rumliegen habe. Also ich versuche das jetzt irgendwie cool in Szene zu setzen, dass es nicht so langweilig wird. Also viel Spaß bei meinen Schreibarbeiten und beim Videoschneiden. Ne? Ja, ich schneide meine Videos wirklich so und so mache ich auch meine Thumbnails. Alles im Liegen, nicht am Tisch. Und so schnell macht man ein Thumbnail. Ach ja, wenn ihr mal so ein Video haben wollt, wie man Thumbnails macht, dann sagt mir Bescheid, schreibt es auch mir ruhig unten in die Kommis, weil ich mache Photoshop schon seit 11 Jahren und war auch Ausbilder für Photoshop in meinem Geschäft, also ich kann es euch beibringen, kann es ein extra Video machen für euch, also schreibt es unten in die Kommis. Mega nice, danke, dass das eine Video schon nach knapp einer Stunde knapp 100 Aufrufe hat, das motiviert mich mega, vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall muss ich jetzt Carsten abholen, weil der ist fertig mit Arbeiten. Aber davor gehe ich noch zu meinem Stepdaddy, weil den will ich auch noch überraschen, aber das nehme ich jetzt nicht auf. Ja. Auf jeden Fall erstmal Carsten abholen, danach wird wieder gepumpt, aber ich glaube, das nehme ich heute nicht auf. Und ich glaube, ich habe jetzt schon knapp 6-7 Minuten haben schon gelabert. Krasser Scheiß. Und nicht mal so viel gezeigt. Egal. So, ich glaube, ich mache jetzt hier einen Cut, weil sonst wäre das eh zu lange und ich habe eh schon so viel gelabert. Auf jeden Fall vielen Dank für die 100 Aufrufe in einer Stunde, das motiviert mich mega. Lasst mir einen Daumen nach oben da, vielen, vielen Dank für alles und man sieht sich in der nächsten Folge. Ciao.